Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Und wir sind hier noch in unserer Schmelze, in unserer Schmiede, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir haben jetzt hoffentlich 48 von diesen Platten. 48 von diesen Platten, wunderbar. Dann können wir uns die gerade rausholen. Ich hätte auch Shift oder sowas drücken können, dann kriegt man alles auf einmal. So, genau. Und die brauche ich nämlich für... Warte mal, für... Erstmal muss ich Kupfer... Achso, ja genau, halt. Eins nach dem anderen. Wir brauchen die erstmal, um daraus Kupferdrähte zu basteln. Gott, was habe ich denn alles für ein Krempel bei mir? Jetzt mal ein bisschen was wegpacken hier zum Beispiel. Ihr seht auch, ich habe Lava-Eimer im Inventar. Ich habe mir schon mal gerade ein bisschen Lava abgezapft, weil der thermische Thermomix, der braucht hier Lava zum Funktionieren. Aber guck mal, wir haben noch Samen und Weizen. Können wir eigentlich gerade mal in das Dings packen. In den Ernter unten, damit das weiterverarbeitet wird. Was wollte ich machen? Achso, genau, die Stone Hoe wollte ich wegpacken. Und ich glaube, ich wollte auch den Engineer's Hammer wegpacken. Den brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Und ich glaube, dass ich zumindest das hier und das hier und das hier auch nicht mehr brauche. Ja, genau. So. Und jetzt wollte ich auf jeden Fall erstmal hier mit dem Schneideding sie hier 48. Achso, ja doch, geht. Funktioniert wunderbar. Und aus diesen Dingern müsste ich jetzt mit. Ah, da brauche ich auch 48 Stöcke für, ne? Da brauche ich 48 Stöcke für. Das heißt, ich brauche noch ein bisschen Holz. Was haben wir denn noch? Holz. Junglewood, Greatwood. Oakwood, Akazienholz haben wir auch. Hier, Birkenholz haben wir recht viel. Das ist übrigens Silverwood. Ne, das nehme ich nicht. Ne, das nehme ich nicht. Ich nehme hier 1, 2, 3, 4, 5 Birken. Ich nehme tatsächlich Birkenholz. So, genau. Das heißt, wir können hier das da hinpacken und dann können wir das... Achso, ich hätte das hier nur 6 Mal gebraucht, ne? Nicht 9. Ja, egal. Achso, warte mal, das ist so. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Kann sein, dass ich mich verzählt habe. Ich glaube, ich habe mich verzählt. Oder? 48? So. Nee, stimmt doch. Nee, passt alles. Passt alles. Nee, passt nicht. Passt nicht. Zählen noch. Nee, doch passt. 6 Mal das Rezept, nicht 8 Mal. 6 Mal das Rezept. Passt alles. Alles gut. Alles gut. Ich habe nur 2, Eisenbarren so viel rausgenommen, wollte ich gerade sagen, aber wo sind die jetzt hin? Hatte ich die nicht hier eben noch? Kann es sein, dass die verschwinden, wenn ich das Ding zumache? Kann es sein, dass die verschwinden? Wenn ich jetzt hier, lass mal so einen Cobblestone nehmen, packen wir mal hier hin. Und 5. Gehe ich hier raus? Okay, er schmeißt es weg. Aber wo sind die dann hin? Ach da, ja, ja, die liegen auch da unten noch. Alles klar, okay. Alles klar. Ich dachte eben schon, das wäre vielleicht ein Bug in dem Ding, aber scheinbar nicht. So, was ich bräuchte, ist der Glasschneider, damit ich mein Glas nicht kaputt mache. Nee, weißt du was, scheiß drauf. Die paar Brocken, mir egal. Ja, ja, so bin ich, so bin ich. So, dann können wir eigentlich gerade, wie gesagt, hier die Samen und das Weizen und die 4 Kartoffeln, die wir hier noch im Rucksack haben, die könnte ich jetzt eigentlich mal hier reinpacken. Ich muss
müsste eigentlich auch der Dieselgenerator gleich anspringen. Das hört man sehr gut. Warte, wenn der obere Balken voll ist, müsste er eigentlich anspringen. Spannend, oder? Findet ihr es auch so spannend wie ich? Naja, gut, man muss ja auch mal ein bisschen entschleunigen. Definitiv ist er angesprungen. Aber immer nur sehr kurz, ne? Aber ich glaube, der, wie gesagt, der produziert sehr viel Strom, deswegen reicht das wahrscheinlich auch schon. So, dann lass uns mal hier mit dem Hammer nochmal durchgehen. Dann würde ich gerade mal einfach die Wand hier wegmachen. Okay. Letztens hier Besuch von einem Creeper. Das heißt, ich müsste hier mal dringend. Oh ja, man hört's. Man hört's auch hier unten, wenn es anspringt. Das heißt, ich müsste hier dringend auch noch mal ein bisschen mehr ausleuchten. Wobei, wahrscheinlich ist es egal, wenn ich jetzt hier die Stromdingens baue. Ich überlege jetzt gerade, vielleicht mache ich es aber so. Vielleicht war das gerade ein bisschen sinnlos, was ich gemacht habe. Ich könnte nämlich auch. Obwohl, nee, komm, wir machen es so. Ich dachte, ich könnte das auch so machen. Also in die Richtung, aber ich mache das einfach hier so, ja. Das heißt, ich müsste jetzt hier einmal leider das Glas kaputt machen. So, und dann, ja, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar, dann holen wir noch mal ein bisschen Glas raus. Das brauche ich gleich. Ich nehme einfach mal ein Stack. Genau, das brauche ich gleich. Mit den jetzt leeren Eimern gehe ich mal kurz draußen Wasser holen. Wunderbar. Und dann? Da hätte ich gar nicht 6 gebraucht, ne? Ach, da hätte ich gar nicht 6 gebraucht. Egal, jetzt nehme ich alle 6. Ist mir egal. Ich ist Hardcore. Hardcore. So, 4 noch. So. Wunderbar, dann haben wir das fertig. Dann können wir gucken, ob das Glas da... Ne, warte. Dann müssen wir es noch natürlich verbinden noch. Also da. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob das Glas da ist. Ja, ist da. Das heißt, wir können jetzt hier einmal... Ich mache jetzt erstmal auf der Seite, damit ich da nicht mehr drohe reinzufallen.
So, wunderbar. Cool. Dann haben wir jetzt die 7-fache Strommenge. Dann müssen wir jetzt gleich mal gucken. Wie schaut es hier aus? Okay, der lädt nicht auf. Ne? Der verbraucht immer noch mehr, als er... Ja gut, dann ist es so. Obwohl, doch, langsam wird er voller. Doch, er wird langsam voller. Guck, 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 er wird voller. Wahrscheinlich nicht, weil oben jetzt die Maschinen voll sind. Kann das sein? Nee. Die ist voll. Die ist auch voll. Okay, weißt du, warum die nicht voll ist? Weil die was zu tun hat, deswegen. Weil die noch 20 Samen hier hat. Deswegen wird die nicht voll. Es kann gut sein, dass die nachher voll wird, wenn die nichts mehr zu tun haben. Aber ist eigentlich auch wurscht, ne? Guck mal, wir haben hier Iron Ore. Müssten wir eigentlich in unser neues Erzverarbeitungstrüchen unten tun. Können wir eigentlich auch gleich machen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Also das muss natürlich noch schön gemacht werden, aber ehrlich gesagt, ich bin jetzt so froh, dass das erstmal funktioniert. Und ich habe auch keine Lust mehr hier an der Fabrik ständig, und das wird ja vor allem auch noch ewig dauern, weil ich einfach auch nicht genug Ton habe, um diese ganzen Backsteine herzustellen. Deswegen würde ich jetzt erstmal hier weggehen. Ich würde etwas anderes machen wollen, ehrlich gesagt. Huch. Nee. Hä? Nee. Hä? Okay, warte mal. 2,9. Ja, also sie wird langsam voll hier. 3. Langsam wird's. Es wird, also im Moment wird's noch mehr. Im Moment reicht's noch, im Moment wird's noch mehr. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was ich eigentlich ganz gerne machen würde. Ich würde eigentlich ganz gerne eine zweite Fest. Das müssen wir natürlich auch noch verkleiden hier, ne? Das ist klar. Alles zu seiner Zeit. Ich bin jetzt erstmal, wie gesagt, froh. Schön machen kann man immer noch. Genau. Guck mal, der erntet hier schön ab, ne? Funktioniert ganz gut. Ist auch voll. Sehr gut. Dann lass uns doch vielleicht mal, da hinten haben wir noch einen Ernter. Das wäre jetzt das, was man als nächstes machen könnte. Wir könnten versuchen, den Ernter noch anzuschließen. Aber... aber dafür müsste ich eigentlich unten mal weitermachen. Unter meinen Feldern wollte ich ja alles komplett aushöhlen. Und damit wir da komfortabel drankommen und jetzt nicht irgendwie... blödes Dingchen zwischendurch bauen müssen. Hoffentlich ist jetzt hier nichts gespawnt. Was gespawnt? Ist hier was gespawnt? Nein, zum Glück nicht. Also ich könnte jetzt ein bisschen hier einfach weiter ausbauen. Ich könnte einfach ein bisschen weiter ausbauen hier und dann mal gucken, wie weit ich komme. Ach komm, wir machen das, bis der Hammer kaputt ist und dann schauen wir mal. Einfach so, aus Spaß. Gucken, was wir noch entdecken hier. Einfach mal ein bisschen, ohne viel drüber nachzudenken, einfach mal ein bisschen abbauen hier. Ah, schön. Warte mal, kann ich nicht, wenn ich Fackeln einfach komplett in die rechte Hand nehme, in die linke Hand, kann ich dann nicht, ja, weg. Okay. Da vorne ist...
Ich guck mal kurz, wo ich hier bin. Achso, ja genau, diese Steindinger hatte ich ja immer dann gebaut, wenn da nichts mehr zu holen war. Außer Gestein halt. Ich weiß noch nicht, wo ich hier bin, ehrlich gesagt. Jetzt irgendwie noch runter? Wirklich? Hier vorne ist dann das Ding. Hier vorne ist die Mauer. Also so weit muss ich tatsächlich alles. Oh, guck mal, hier ist auch ein Feld drüber. Oder ist das ein Feld? Ja, muss ja, das muss ein Feld sein, ja. Das heißt, bis hierhin müssen wir dann alles abreißen. Bis zu dieser Höhe. Oh Gott. Und hier natürlich dann auch entsprechend. Warte mal, wir können ja mal hier gucken, wo der Weg lang geht. Wahrscheinlich komme ich jetzt irgendwo unter Wasser. Achso, das ist zu hoch. Okay, von hier vielleicht? Nee, komme ich nicht dran. Oh Gott, okay. Also das ist noch einiges, was wir hier abarbeiten müssen. Alter Schwede. Kann man gar nicht so weit gucken, ne? Das Schwierige wird ja sein, dann oben. Oh, warte mal, hier ist es dunkel geworden. Habe ich ein Bett dabei? Wahrscheinlich nicht, ne? Das habe ich gerade in der. Ja, das habe ich hinten bei der Fabrik stehen. Naja, gut. Dann bleiben wir mal so lange unten hier. Ein bisschen Zeug wegpacken. Bisschen Zeug wegpacken, genau. Sehr gut. Fantastisch. Das Schwierige wird ja sein, hier. Also hier geht's eins nach oben und man muss ja jetzt hier. Wenn ich jetzt hier. Nee, warte mal. Nur wenn ich unter Wasser bin. Das hier dürfte kein Problem sein. Genau. Aber irgendwo komme ich dann hier unter Wasser und dann wird dann das Wasser rausströmen. Weil da muss dann nämlich sofort das Glas hin, das Geschüsselte. Oh, ich habe völlig die Orientierung verloren. Ne? Gut, was wir hier unten. Wir können natürlich auch mal. Ich habe ja noch meine Übergangsbrückentechnologie, meine Brücktechnologie-Schippe. Der könnte ich natürlich auch erstmal den ganzen. Hier einmal schon mal den Raum, den wir jetzt schon einigermaßen freigeschaufelt haben, auch wirklich frei haben. Genau auf dieser Höhe ohne Probleme sein. Genau, wunderbar. Da oben treibt scheinbar ein Hexi-Unwesen. Ich baue es einfach mal ein bisschen hier rum. Zumindest bis die Nacht vorbei ist. Okay, es ist echt noch viel, ne? Es ist echt noch wahnsinnig viel. Das dürfen wir natürlich nicht zu weit machen. Mal gucken, dass wir hier auch nicht rauskommen aus Versehen. Genau, hat gerade noch so gereicht. Wunderbar. Cool. Ja, cool.
Das ist einfach sehr befriedigend, ab und zu so ein bisschen ganz viel Zeug abzubauen. Einfach wahnsinnig befriedigend. Dafür spiele ich eigentlich Minecraft. Genau, jetzt haben wir nämlich schon mal das hier. Da kann man nämlich jetzt hier vielleicht auf der Ebene auch noch mal. Dann müssen wir hier auch den Boden noch auskleiden, natürlich. Oh Gott. Eieieiei. Das heißt, wir müssen eigentlich noch eine Schicht tiefer gehen und den Boden nochmal neu verlegen. Eieieiei. Eieieiei. Eieiei. Blöd ist halt echt, wenn die Materialien sich vermischen, wenn man nicht mit der Schippe und nicht mit dem großen Hammer durchgehen kann, weil ein Teil Erde ist und ein Teil Stein. Das ist halt nervig. Aber hier geht es gerade ganz gut, weil jetzt gleich auch der Hammer kaputt ist. Jetzt ist er kaputt. Ah, alles klar. Broken. Dann packen wir den mal direkt in den Rucksack. Dann packen wir mal direkt den ganzen Krempel. Packen wir mal direkt in das System hinein. Da haben wir jetzt heute nicht so viel geschafft, ne? War jetzt nicht so produktiv. Oh, war voll, ey, stimmt eigentlich nicht, ganz ehrlich. So viel Größe hier unten abzubauen, das dauert halt eine Weile. Das dauert halt eine Weile. Wir müssen natürlich noch ein bisschen weiter ausleuchten hier jetzt. Überall, wo wir weil Flächen geschaffen haben. Oben immer noch Nacht. Hier kann ich nicht durchgucken. Wo ist denn hier? Es ist immer noch Nacht. Alles klar. Genau. Dann können wir vielleicht hier. Da ist noch so ein bisschen Erde. Jetzt fangen die Leute oben an zu brennen. Sehr gut. Ui. So einen klaren Abschluss finden hier, damit wir nicht wieder das nächste Mal so Misch-Dingsies vorfinden. Vielleicht mache ich da auch mal offscreen weiter. Vielleicht mache ich da auch mal. Also wie gesagt, das ist auch sehr befriedigend. Vielleicht mache ich da tatsächlich mal offscreen weiter. Zumindest das Buddeln. Ja, also so neue Sachen bauen und so oder nicht. Aber so die Fleißarbeit offscreen ist ja immer ganz, ganz angenehm. Kann man im Stream bzw. in den Folgen die spannenderen Themen machen. So, hier liegt noch was. Dann können wir mal gucken, ob wir noch was ins System packen können. Nö, ist immer noch alles voll. Dann können wir aber mal schauen, ob wir noch was zu essen haben. Ich nehme mal so ein Rainbow Curry hier. Das mampfen wir uns gerade mal rein. Ja. Dann können wir auch die Schippe wieder zurückpacken. Die brauchen wir dann auch nicht mehr. Die Eimer können wir eigentlich auch wegpacken. Die brauchen wir jetzt auch nicht mehr, genau. Dann könnte ich mal. Nee, komm, wir gehen oben lang. Müssen wir natürlich nur gucken, dass keine Creeper und keine anderen Viecher hier noch rum eiern, die nicht verbrennen, zum Beispiel wie Hexen.
Hexen oder Creeper oder so. Guck mal, hier ist was verbrannt. Sehr schön. Ja auch. Goodie. Na, so langsam wird's doch. So langsam wird's doch. Dann gucke ich mal. Das wird jetzt nicht mehr fertig werden, aber dann gucke ich mal in den letzten 5 Minuten, die wir jetzt noch haben, ob ich nicht vielleicht schon. Ob ich nicht vielleicht schon. Ob ich nicht vielleicht schon eine zweite Festplatte bauen kann hier für das ME Drive. Ich hatte ja ein bisschen was geholt aus der Höhle. Da müsste ich eigentlich wieder ein bisschen, also Zertusquarz-mäßig. Nee, ME Drive heißt das nicht. ME Drive heißt der Dings, wie heißt das denn? Storage Cell, glaube ich. Storage Cell. Genau, und dann haben wir nämlich hier die, ich würde natürlich gleich die größte machen wollen, die 64K. Dafür brauche ich drei. Genau, die, dieses Storage-Komponent, genau. Für die 64K brauche ich 3 16K, für die 16K brauche ich 3 4K, für die 4K brauche ich 3 1K. Und für die 1K brauche ich das hier. Und das ist ein normaler Zertusquarz. Ein normaler Zertusquarz. Jetzt lass mir überlegen. Lass mir überlegen, wir fangen nochmal an. Storage Komponent. Wir fangen nochmal an. Wo ist die 64? Hier ist die 64. 3 16K. 9 4K. 27 1K. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. So. 27 1K. Das heißt, wir brauchen 27 mal 4 Zertusquarze. Das sind 108. Gucken wir mal, wie viel wir haben. 108 Zertusquarz. Allerdings keine geladenen oder so ein Krempel, sondern einfach nur, ja, okay, kannst vergessen. Kann ich aber nicht mal eine machen. Ich könnte aber so viel machen, wie ich schaffe und dann gucken. Könnt ihr mal, guck mal, ich habe hier noch, na, 66. Ich möchte jetzt auch nicht alle verbrauchen. Wer weiß, wofür ich die noch brauchen kann. Das wird noch ein bisschen dauern, ne? Ich brauche 4. Ich brauche sowieso durch 4. Lass uns doch mal 40 machen. Lass uns doch mal. Obwohl 4 macht auch keinen Sinn. Das muss ja eigentlich durch 3 dann noch teilbar sein. Also 12, 24, 36, 48. Lass uns mal 48 davon verbrauchen. 48 davon verbrauchen. Storage Component. 48 davon verbraucht. Das heißt 12 mal dieses Rezept. Das heißt 12, dann brauche ich auch 48 Redstone logischerweise. Hoffentlich habe ich schon so viel Redstone. Ja. 48 Dings und 48 Redstone. So. Und dann ...48 mal den Logikprozessor. Dafür brauche ich nochmal 48 Redstone, 48 Printed Silikone und 48 Printed Logic Circuits. Okay, Silicon. Wie viel Silicon habe ich? Vielleicht ist das auch der. Nee, nicht 48. Habe ich jetzt gesagt? War jetzt falsch, oder? Ich will 12 mal das Rezept machen. Das heißt, ich brauche 12 mal den Logikprozessor. Das heißt, ich brauche nochmal 12 Redstone und ich brauche 12 Printed Silicon. So. Printed Silicon. Habe ich denn noch Silicon? Ja, 9. habe ich denn überhaupt. Habe ich.
Wie viel mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, dann lass uns die 9 machen. Komm, wir machen jetzt die 9 Silikone, die verbrauchen wir. Und dann gucken wir mal, wie viel wir von dem anderen Krempel brauchen. Ich kann gerade nicht mehr rechnen. Tut mir leid. Ich bin so froh, dass das mit dem Strom läuft, dass es mir egal ist jetzt, was hier rauskommt. Okay, 9 Silikone, 9 Printed Silikone. So, das heißt, Printed Silicon ist das hier. Dafür brauche ich einen Inscriber Silicon Press. Eine Inscriber Silicon Press. Bist du eine Inscriber Silicon Press? Nein, du bist eine Inscriber Logic Press. Du bist eine Inscriber Silicon Press. So, Press. Press ist hier, ne? Press ist hier. So, dann das rein. Läuft. Muss ich leider einzeln rausnehmen. Das ist ein bisschen nervig, ne? Einzeln rausnehmen und einzeln reintun. Müsste man auch automatisieren irgendwann mal. Gerade wenn du wirklich viele von den großen Festplatten baust, musst du eigentlich echt automatisieren. Es geht aber schnell, ne? Es geht schnell. Das liegt daran, dass ich so viel Strom habe. Mit 9 kriege ich gerade mal eine, ne? Oder wie war das? Also, nee, eine 4K müsste ich kriegen, ja. Oder? Ist egal, was wir haben, haben wir. Könnte die natürlich auch fertig machen, dann kann ich aber nicht später weiterbauen. Nee, ich warte so lange. Das funktioniert ja alles jetzt. Funktioniert ja alles, ist ja nur. Dass es irgendwann nochmal besser wird dann mit dem System und allem. Dauert noch. Ist mir klar, das wird noch dauern. Aber das heißt, ich muss auf jeden Fall noch mal auf Höhlentour gehen. So. Storage Component 1K. Was brauchen wir noch für dich? Wenn ich 3 mache, also 9. 9? 9 mal dieses Rezept mache, dann brauche ich 36, also 9 mal. Das kann ich eigentlich schon mal hier. Guck mal, hier das Zeug noch. kann ich eigentlich schon mal hier machen, ne? Ne, warte mal. 12 brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 brauche ich dann auch. So, zack. Dann machen wir das einfach so. Machen wir das einfach nochmal so. So, Zertusquarz. So, so ist doch richtig, ne? Genau, so ist richtig, alles klar. So, und was brauchen wir jetzt hier noch für? Wir brauchen hier noch die Printed Logic Circuit. Und dafür brauche ich die Inscriber Logic Press und Gold. 9 Barren Gold. Müsste ich noch haben. Müsste ich eigentlich noch haben. Inscriber Logic Press, warte mal. Mal ganz kurz hier reinschauen. Das ist die Silicon Press. Du bist die Inscriber Logic Press, okay. So, dann 9 Barren Gold rausholen. Oh nein, es regnet. 9 Barren Gold, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viel haben wir da noch? 42, das ist alle wieder zurückgeschaut, ne? Das heißt, wir haben jetzt noch 33. So. Dann machen wir das noch schnell. Dürfte gleich fertig sein. Ne? Ich muss die noch pressen und dann muss ich die Redstone noch pressen. Und dann bin ich schon fertig. Da ist auch die Folge fertig. Ah, cool. Cool. Geht voran. Freut mich. Dass das mit dem Strom geklappt hat, das war wirklich... Wenn da irgendein Denkfehler drin gewesen wäre und das nicht funktioniert hätte oder so, boah, da hätte ich mich echt geärgert. Guck mal, man kann hier auch noch Upgrades reinstecken, dass das wahrscheinlich automatisch geht. Ich glaube, es gibt auch einen Advanced Inscriber, wo du tatsächlich dann auch mehrere reintun kannst. Wäre natürlich vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Aber jetzt für den Anfang. Und bei RME-System sind wir noch ganz am Anfang. Aber sowas von.
So, dann die Presse raus, dann kommt das dahin, das kommt dahin. Oh, jeweils auch nur eins rein. Echt jetzt. Oh Gott. Und das kommt dahin. So, das dauert auch ein bisschen länger, zum Glück. Obwohl, naja, es geht. Es geht echt. Gleich haben wir's. Sowas will man natürlich sofort automatisieren, ne? Ich meine, das mache ich jetzt für eine 64K-Festplatte. Und ich bin noch nicht mal annähernd bei der 64K. Ich bin, glaube ich, bei der 4K jetzt. Oder bin ich schon bei der 16K? So, wunderbar. Das haben wir. Dann kommen wir hier schnell hin. Zack. Und 1K Storage Cell. Zack. 9 Stück. So, 9 Stück 1K. Das heißt, wie viel 4K kriegen wir denn da draus? 3. 3 4K. Das heißt, wir... Oh, ja, genau. Okay, die Redstone kann ich liegen lassen. Die Redstone kann ich liegen lassen. Die Certus Quarz kommen weg. Okay, das heißt, ich bräuchte aber noch... Ne, stimmt. Nee. Warte. Ja doch, stimmt. 4 reichen. Weil es... Also eigentlich würden 3 reichen. Ne? Ja. Komm, wir tun das Shredstone schon mal hier raus. So. So, 4K. Was brauche ich noch? Quarzglas. 3 Stück dann. Habe ich noch Quarzglas? Quarz. Habe ich noch. Ne, dahin? Dahin? Ich weiß gar nicht mehr. Mal schnell schauen. Storage Component. In die Mitte, okay. Und oben kommt der Calculation-Prozessor rein. Warte mal, in die Mitte, genau, ist richtig. Und oben kommt der Calculation-Prozessor rein. Der Calculation-Prozessor, ja, das habe ich jetzt kein Silikon mehr für. Da habe ich jetzt kein Silikon mehr für. Entschuldigung. Das lasse ich jetzt einfach mal hier liegen. Weißt du was, das lasse ich einfach mal hier liegen. Und dann kann sich der Zukunftsmobster, kann sich da mal rein versetzen und gucken, ob er noch ein bisschen weiter basteln will. Oder auch nicht. Silikon brauche ich halt. Kann ich ja durch Sand, eine Sand sieben, glaube ich, war das, ne? Au. So. Lass uns nochmal eine Sache jetzt schnell schauen, dann beende ich die Folge auch. Da oben brennt jemand. Hallo. Kommen Sie hier runter, bitte. Muss ich jetzt zu Ihnen hochkommen? Ist das wirklich... Peinlich, echt. Peinlich. So, ja, habe ich auch noch was drauf liegen, ne? Ich glaube, da wollte ich irgendwie aus diesen so Crafting Seeds machen für Clay. Weil ich auch ganz viel Clay brauche hinten für die Fabrik, hatte ich die Idee, dass ich das, über dieses Agriculture Plugin mache. So, dann schauen wir mal ganz schnell, wie es aussieht. Die ist immer noch voll. Die ist auch noch voll. Die ist auch noch voll. Die ist inzwischen auch voll. Und die... Naja, okay. Nicht. Aber ist ja wurscht.
Ach, cool, das funktioniert. Das freut mich. Das freut mich fantastisch. Okay. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier rein. Hier ist jetzt auch voll. Strommäßig. Voll aufgeladen, nichts mehr zu tun. Vermutlich sieht es hier genauso aus. Jupp. Bei der Raffinerie wahrscheinlich dann auch. Und hier, naja, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht geguckt, aber theoretisch. Das ist auch voll aufgeladen. Okay, dann reichen diese 7 auf jeden Fall schon mal für alles, was wir jetzt haben. Das ist sehr gut. Die waren relativ günstig herzustellen. Oh, schön. Okay, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.